Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal keine Karte, sondern wir kümmern uns heute mal um die Verpackung von der Karte, nämlich um den Briefumschlag. Und ich habe sehr viele Briefumschlagschablonen in kleineren Größen oder in größeren Größen wie die normalen Kartenmaße, was heißt 10,5 auf 14,8, und habe aber keine in genau diesen Maßen. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, dann kümmern wir uns da jetzt mal drum. Und ich habe für euch was vorbereitet. Und zwar einmal für die, die keinen Plotter zu Hause haben und einmal für die, die einen Plotter zu Hause haben. Ich möchte gleich von Anfang an dazu sagen, ich habe diesmal meine Dateien nicht in Inkspace erstellt, sondern in Cricut Design Space selbst. Das heißt, ich kann die Dateien nur den Leuten mit einem Cricut-Gerät zur Verfügung stellen. Für alle anderen, was heißt mit einem Brother oder mit einem Silhouette-Plotter, die können sich ein Foto von der Vorlage, die ich für die ohne Plotter gemacht habe, machen und können das in ihrem Programm nachzeichnen lassen. Das geht genauso, aber ich kann es leider nicht mit euch teilen, da ich dieses Mal nicht in Inkspace gearbeitet habe. Als allererstes werden wir uns aber jetzt um die kümmern, die keinen Plotter zu Hause haben. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. So schaut die Datei dann quasi fertig aus. Ist jetzt ein bisschen blöd, gell, weiß auf weiß. Aber so würde das dann fertig ausschauen. Ich zeige euch jetzt mal die Vorlage, die ich euch gezeichnet habe und erkläre euch ein bisschen was dazu. Also, jetzt muss ich euch gerade mal noch ein Stück weiter hochnehmen. Das ist einmal die Vorlage, die ich euch gezeichnet habe. Also, das ist das, was wie mein Briefumschlag ausschaut. Diese Linien, die ihr hier seht, das sind Falzlinien. Ich habe die jetzt hier in einem Viereck eingezeichnet. Ich zeige euch aber gleich, wie ich sie falze. Ihr könnt die natürlich vorfalzen. Das funktioniert auch mit einem Falzstift. Ich zeige es euch gleich, wie. Ihr könnt es aber auch einfach so knicken. Und diese Datei findet ihr also unterm Video in der Videobeschreibung und könnt euch die da kostenlos ausdrucken und könnt dann quasi damit arbeiten. Und zwar schaut das Ganze einmal so aus, wenn ihr euch das ausgeschnitten habt und auch hier aufgezeichnet habt und ausgeschnitten dann letztendlich. Und ich nehme mir dazu immer gerne ein Lineal. Ihr könnt aber auch also ein Lineal braucht ihr auf jeden Fall und einen Falzstift, wenn ihr es vorfalzen möchtet. Wenn ihr es nicht vorfalzen möchtet, zeige ich euch gleich, wie es funktioniert. Und zwar legt ihr das, jetzt hole ich euch wieder ein Stück weiter runter. Genau hier Kante auf Kante. Also hier hört es auf und hier hört es auf, ne? Und da legt ihr das dann genau auf und könnt jetzt hier quasi mit einem Falzstift einmal langziehen, dass ihr eine Falz habt. Wenn ihr das, also meins ist es nicht, ich falze es mir lieber gerne selber, weil da weiß ich, dass es zu 100% passt. Ich falze mir das Ganze so, ich lege mir das Lineal einmal an, biege mir das hier um mein Lineal rum. Und habe somit dann meine erste Falz. Dann drehe ich mir das Ganze, dann kommen jetzt quasi die seitlichen Außenlaschen. Ich knicke mir das Ganze, falze und so verfahre ich auf allen vier Seiten. So. Dann haben wir alle einmal vorgefalzt. Jetzt hole ich euch wieder hoch. Also es sind alle einmal vorgefalzt. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Also das ist quasi dann unser Briefumschlag. Und ihr könntet das jetzt so lassen. Ihr könnt aber auch mit einem Eckenrunder hingehen und könnt euch das Ganze abrunden. Deswegen nochmal zu meiner Vorlage zurück. Alles, was jetzt hier in Schwarz ist oder in schraffiert ist, das könnt ihr natürlich genau so schneiden. Also ihr könnt euch ja die Vorlage beliebig oft ausdrucken quasi und könnt einmal mit hier überall geraden Kanten das machen. Also hier habe ich mir jetzt auch einen kleinen Keil reingeschnitten, aber hier unten nicht. Also ihr könnt euch das so machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Ecken abrunden und so weiter und so fort. Also die Vorlage ist eigentlich für alle Wünsche da. Könnt ihr für alles hernehmen. Und dann, also ich gehe jetzt mit meinem Eckenrunder hin und runde mir jetzt hier einmal die Ecken ab, weil ich das einfach schöner finde. Mir gefällt das besser. Rund mir jetzt hier einmal rundherum meine Ecken ab. So. Und wenn ich das gemacht habe, dann braucht es eigentlich schon gar nicht mehr viel. Also wir brauchen einmal noch doppelseitiges Klebeband. Das hole ich jetzt einmal gerade ganz kurz.
Und da könnt ihr auch nehmen, welches ihr habt. Es gibt ja beim Action, glaube ich, das dünnere und beim Teddy das dickere oder andersrum. Ich weiß es gerade aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ihr könnt beide hernehmen dafür. Es funktioniert beides. Und ich gehe jetzt einfach hierher und lege mir hier, das ist jetzt ein bisschen doof gewählt, ne, weil das jetzt hier alles weiß ist, hier das hin. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen und gebe hier doppelseitiges Klebeband auf. Und zwar nur auf der unteren Lasche, also nur auf dem unteren Teil. Das untere Teil ist auch länger wie das obere Teil. Also was heißt, da könnt ihr auch immer gucken, wo unten und oben ist. Unten ist es länger wie oben. Man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. So, dann einmal noch auf der anderen Seite. Und wenn jetzt hier ein bisschen doppelseitiges Klebeband übersteht, also unten, ist es nicht dramatisch. Denn das können wir später einfach umknicken. Das ist jetzt nicht so das Thema. Dann entfernen wir jetzt hier noch die Schutzfolie. So, also hier steht ein bisschen was über. Das knicke ich jetzt einfach nach innen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Na, wenn die Schutzfolie denn abgeht, ist immer so die Frage, ob sie denn möchte. Na. So, wenn ihr das gemacht habt, dann braucht ihr eigentlich im Grunde nur noch einmal nach oben zu knicken. Und dann ist euer Briefumschlag fertig. Also, ihr könnt ihr dann hier noch zukleben. Ihr habt noch genug Lasche. Also, ihr seht hier, da ist noch genug Platz, um Kleber aufzubringen, dass ihr die Lasche vernünftig zumachen könnt. Und somit habt ihr quasi ein fertiges Briefkuvert. Jetzt wollen wir natürlich auch gucken, dass die Karte reinpasst. Also die Karte hat die Maße 10,5 mal 14,8 und sie passt perfekt da rein. Für alle, die einen Plotter zu Hause haben, habe ich eine Vorlage ausgeplottet, dass ihr euch eine Plastikschablone auch ausplotten könnt. Ihr könnt das Ganze auch aus Papier, aus festerem Papier euch einmal zuschneiden. Ich weiß, das sieht man jetzt wahrscheinlich noch weniger. Aus festerem Papier einmal zuschneiden. Dafür ist auch diese Vorlage gedacht. Das heißt, wenn ihr euch das einmal ausschneidet, auf festerem Papier irgendwie vorzeichnet und dann hier mit dem Cuttermesser einfach rumschneidet, funktioniert es genauso. Dann ist es quasi genau wie eine Plastikschablone und ihr könnt sie einfach öfter benutzen, wie eben nur einmal oder müsst nicht jedes Mal aufs Neue das aufzeichnen. So, und jetzt hole ich einmal ganz kurz mein Tablet und dann zeige ich euch, wie es im Design Space funktioniert und welche Vorlagen ich dafür euch fertig gemacht habe. So, also ich habe jetzt einmal mein Tablet hergeholt, dass wir uns das Ganze auch mal im Design Space anschauen können. Und zwar habe ich für euch zwei Vorlagen gemacht, nämlich einmal eine Plotterdatei, mit der ihr direkt das Papier ausplotten könnt, so wie ihr das möchtet, oder euch genauso eine Umschlagschablone erstellen könnt, wie ich. Ich habe für die Umschlagschablone habe ich zwei Laminierfolien ineinander gelegt und habe die dann durch mein Laminiergerät geschoben, dass es einfach ein bisschen Stabilität hat und habe das dann von meinem Maker schneiden lassen. Ich sage euch gleich dazu, welche Einstellungen ich dafür verwendet habe. Schauen wir uns im ersten Schritt aber mal an, nämlich den Briefumschlag, den ihr direkt von eurem Plotter ausplotten lassen könnt. So, also das ist einmal die Datei, die ich quasi für euch fertig gemacht habe. Es steht auch dabei, Briefumschlag C6 für Karten in der Größe 10,5 auf 14,8 cm. Und ich habe einmal, also ich habe zwei Sachen erstellt, nämlich einmal ohne Falzlinien, weil nicht jeder hat einen Falzstift oder ein Falzrad zu Hause. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Cricut Joy arbeitet, dann glaube ich, gibt es keinen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es gibt keinen Falzstift oder nur von externen Quellen, also nicht Cricut eigen. Dann müsstet ihr quasi auf das ohne Falzlinie zurückgreifen. Für alle, die die Möglichkeit haben, das zu machen oder eben einen Falzstift zu Hause haben, können natürlich das mit Falzlinien einmal machen. Ich lösche das jetzt hier einmal ganz kurz raus, den Text. Dann schauen wir uns an, wie es ausschaut, wenn ich auf Herstellen gehe. Also ich gehe jetzt hier einfach auf Herstellen. Ich habe euch das alles schon verbunden. Ich gehe jetzt hier ein bisschen näher ran. Also hier seht ihr, habe ich einmal die Datei ohne die Falzlinien und hier habe ich einmal die Datei mit den Falzlinien. Das Ganze ist so ausgelegt, dass ihr das auf einem A4
Blatt machen könnt. Und ihr könnt auch hier drüben, ich schiebe einmal rüber, nämlich in der Materialgröße, könnt ihr verschiedene Materialien oder Größen einstellen. Und ihr könnt hier einfach auf Letter gehen, also was heißt, es ist ein A4-Maß und dann seht ihr, dass es genau auf eine A4-Seite eben drauf passt. Genau dasselbe gilt für das hier unten. Also hier passt es auch perfekt auf eine A4, auf ein A4-Blatt drauf. Wenn ihr jetzt hier auf Weiter geht, kommt es darauf an, was ihr quasi für Papier nehmen möchtet. Ich habe jetzt hier bei mir, na, stell scharf, genau, also ich habe jetzt hier bei mir leichten Farbkarton immer ausgewählt und hier plottet er mir jetzt das erstes mit den Falzlinien, also ihr seht es hier oben und ihr könnt hier unten, wenn ihr jetzt kein Falzrad habt, könnt ihr auf Werkzeug bearbeiten gehen und könnt hier auch den Falzstift auswählen. Also ich habe jetzt nur den Falzstift zu Hause, ich finde, der funktioniert genauso wie alles andere. Und dann könnt ihr das quasi laden. Er sagt euch jetzt nämlich, dass ihr den Falzstift in Klemme A laden müsst und die Feinschnittklinge in Klemme B. Und wenn ihr das Falzrad zu Hause habt, dann sagt er euch das Falzrad in Klemme B und dann müsst ihr quasi nochmal tauschen, wenn er dann schneiden soll. So, das war jetzt einmal die normale Plottervorlage, wenn ihr quasi direkt Papier damit schneiden möchtet. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr eine Plotter oder wie ihr die Plottervorlage hernehmen könnt, um hier diese Umschlagschablone euch anzufertigen. Und zwar gehe ich hier auch einmal drauf und es steht jetzt hier Briefumschlagschablone für also Plastikvorlage, Plastikschablonen, so rum, hier oben steht's. Und das sieht einmal so aus. Und wenn ihr das wegnehmt, könnt ihr hier die auch schon einmal weglöschen und habt quasi nur noch die Datei, die ihr braucht. Das Ganze ist schon in der richtigen Größe, also bitte verstellt das nicht irgendwie noch, weil sonst passt es natürlich am Ende nicht mehr. An der Datei müsst ihr so nichts mehr machen. Ihr könnt hier oben einfach auf Herstellen gehen. Das, was mir jetzt wichtig ist, ich sage euch nur noch die Materialeinstellungen. Auch hier gehe ich her auf die Materialgröße und gebe hier einfach Letter ein, also A4, ist ein bisschen größer, glaube ich, als A4, aber passt drauf. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was ich hergenommen habe. Und zwar, ich habe jetzt hier Overhead, oder nicht Overhead-Folie, sondern Laminierfolie. Zwei Lagen zusammen, also vier Schichten sind es insgesamt, und habe die durch mein Laminiergerät geschoben. Und ich zeige euch jetzt mal, welche Einstellung bei mir ganz gut funktioniert hat. Und zwar geht ihr auf alle Materialien und entweder sucht ihr das Ganze oder ihr geht auf Kunststoff und da unter Kunststoff gibt es das sogenannte Overhead-Folie. Wenn ihr die anklickt, dann habt ihr die Feinschnittklinge drin. Allerdings, wenn ihr vier Lagen habt, geht ihr beim Druck nicht auf Standard, sondern auf mehr. So. Und so könnt ihr das Ganze quasi ausplotten. Mein Hinweis ist immer, nehmt die grüne Matte, also die normale grüne Matte nehmt ihr her, um das Ganze schneiden zu lassen. Wenn ihr nur Papier nehmt, also die andere Vorlage, dann nehmt bitte die blaue Matte. Ich habe schon mal ein Video zu den Matten gemacht, was sich für was eignet. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich euch noch was sagen möchte. Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Genau. Also hier bei dem halt immer schauen. Ich habe jetzt eine relativ neue Klinge drin gehabt. Da hat es gut funktioniert. Wenn er fertig ist mit dem Schneiden, dann werft die Matte nicht direkt aus dem Cricut-Gerät aus, sondern hebt die Folie so ein bisschen an und dann könnt ihr sehen, ob es vernünftig geschnitten hat oder nicht. Falls nicht, klickt ihr einfach nochmal auf das blinkende C, dann bei mir jetzt beim Cricut Maker in dem Fall, und könnt somit nochmal schneiden lassen, dass es auch wirklich durch ist. Also das kann ich euch empfehlen, nicht auswerfen, sondern schauen, ob es vernünftig geschnitten hat. Und wenn nicht, könnt ihr nochmal einen zweiten Durchgang eben starten. Auch zu den Messern und zu dem Falzgerät und so weiter und so fort, was für welche Maschine passt, habe ich euch schon mal ein Video gemacht. Auch das verlinke ich nochmal hier oben. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen, wenn ihr dazu nochmal Fragen habt. Und dann sind wir für heute auch schon fertig. Dann schiebe ich mal mein Tablet auf die Seite. Dann brauchen wir das nicht mehr. Also, wir haben einmal uns angeschaut, wie ihr quasi manuell mit der gezeichneten Vorlage, die hier, die findet ihr unterhalb vom Video, also in der Videobeschreibung. Auch die Vorlagen im Design Space findet ihr unterhalb
vom Video in der Videobeschreibung. So, jetzt wollt ihr fast nicht mehr raus. Und dann könnt ihr euch das einfach kostenlos runterladen und in dem Fall jetzt ausdrucken oder ihr ladet es euch eben ins Design Space rein und könnt das dann da ausschneiden lassen. Dann war es für heute auch schon wieder. Dann hoffe ich, ich konnte euch was Neues mitteilen und konnte euch Hilfestellung geben. Euch hat das Video gefallen, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und einen Kommentar vielleicht sogar da lasst. Da freue ich mich immer sehr drüber. Dann wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!